Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer schönen kleinen Tour, die ich am 12.07. von Neuenrade bis nach Neheim-Höchsten geradelt habe. Es ging entlang bzw. vorbei am Sorpesee. Ja, dank 49-Euro-Ticket ist es möglich gewesen, dass man diese einstreckige Tour, ohne dass man dieselbe Strecke hin und zurück radeln musste, machen konnte. Ja, hier bin ich in Menden an der Ladestation. Ich bin, wie gesagt, bis hierhin mit dem Auto gefahren und hier bin ich auch schon auf dem Bahnhof in Menden. Links ist übrigens Siemens, ein Schuhgeschäft zu sehen. Warum Siemens was mit Schuhe zu tun hat, könnt ihr ja vielleicht mal in den Kommentaren. Könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, das war so ein Güterzug und verdammt laut. Ja, hier bin ich dann auch schon auf dem Startbahnhof bzw. ab dem Bahnhof Neuenrade, in Neuenrade natürlich, mit der Bahn angekommen. Das ist die, jetzt muss ich gerade mal schauen, die RB54. Da fährt halt nur eine Zuglinie, also Regionalbahn 54. Man fährt von Menden bis nach Neuenrade so circa 35 Minuten. Ja, auf dem Weg zu meiner Tour bzw. vom Startpunkt, dem Bahnhof in Neuenrade, habe ich mir da hier vorhin in dem Rewe noch ein bisschen Verpflegung für unterwegs geholt. Ein bisschen Kuchen. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Kuchenfan. Und einen Kaffee to go, den ich mir dann in meine Thermoskanne gefüllt habe. Ja, es geht hier so ein bisschen erst einmal durch die Wohngegenden von Neuenrade, so ein bisschen in Richtung Süden, grob gesagt. Und dann folgt eigentlich auch ein schönes Waldgebiet. Ja, es geht hier links an einem Sportplatz vorbei. Waldstadion nennt sich das von Neuenrade. Da sind auch Parkplätze, also wenn ihr das dann direkt von hier aus mal mit dem Auto anfahren wollt, dann könnt ihr da sicher auch gut parken, sofern da nicht gerade eine Sportveranstaltung ist. Ja, ihr seht hier, jetzt geht es auch schon ab in den Wald. Der Weg hier ist ein bisschen schotterig. Wäre ja nicht das Schlimmste, aber es scheint auch da so ein bisschen entsprechende Regenrinnen sich gebildet zu haben. Ich weiß nicht, ob das so generell normal ist, aber wir hatten ja auch schon wieder einige starke Regengüsse. Und von daher, denke ich mal, wird dieses ein wenig rühren. Ja, hier noch irgendwie noch eine kleine Besonderheit. Was es jetzt ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Da könnt ihr ja vielleicht dann mal auch in die Kommentare was zuschreiben. Auf jeden Fall ist dieses Waldgebiet hier sehr schön. Also wie gesagt, nach circa 1,5 Kilometer ab dem Waldstadion von Neuenrade ist die Strecke, führt die Strecke durch ein Waldgebiet für circa 3 Kilometer, wie ihr seht. Sehr schön. Gibt natürlich hier auch ein bisschen Kahlschlag. Ja, übrigens, diese rumpelnden, pumpelnden Geräusche sind natürlich Windgeräusche. An diesem Tag war es sehr windig. Wir haben hier im Moment ja zwar schönes Wetter, wie ihr seht, auch ein bisschen bewölkter Himmel, aber es soll ja trocken bleiben. Eigentlich im Großen und Ganzen ist das ja jetzt so hier so ein bisschen die Großwetterlage.
Es ist zwar immer ein bisschen bewölkt, bleibt aber generell trocken, auch wenn es mal ein paar Regenwolken aussieht. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Nebeneffekt ist meistens immer, dass so ein blöder Wind dabei ist. Laut Wetterbericht sollten sogar Windböen bis 40, 45 km/h anstehen. Ja, hier links ein schöner Blick in die Landschaft, wie ihr seht. Also ich fand das sehr toll dort, da durch diesen von Neuenrade südlich gelegenen Wald, von dem übrigens sehr viele Flüsschen und Bächlein da abgehen, die dann im Grunde genommen runter zur Ruhr führen, also in das Ruhrtal. Das ist dann hier so die Hangseite runter nach Werdohl. Und ja, wie ihr seht, sehr schöner Wald. Ist sicher auch was vor allen Dingen für Mountainbiker. Es gibt hier so, also es geht ein bisschen bergauf, es gibt aber auch schöne Bergabstrecken, die jetzt aber auch nicht so extrem sind. Also nichts hier über 10% oder 11%. Aber immerhin auch sehr schön zu fahren. Wenn denn der Belag, die Oberfläche das so zulässt. Wie gesagt, was ich immer schade finde, ist, dass so manchmal dann doch so nachgeschottert wird. Also so eine nachträgliche, ihr seht rechts übrigens auch, es ist tatsächlich auch als Radweg ausgeschildert. Obwohl, wie gesagt, manchmal wirklich ein bisschen doofe Nachschotterungen sind, wo der Schotter recht grobkörnig ist. Ja, hier ein schöner Hochstand. Ich habe jetzt das Waldgebiet im Großen und Ganzen so ein bisschen hinter mir. Und ja, diesen Hochstand fand ich jetzt hier so, wie er hier gelegen ist, sehr schön. Ihr seht, der Himmel sieht auch schön aus. Ich bin da mal hochgeklettert, weil die Aussichten landschaftlich, wie gesagt, sehr schöne Gegend hier. Also ich habe das wirklich genossen, von Neuenrade hier durch den Wald, auch wenn da halt einiges mal abgeholzt war. Ja, hier, das müsste jetzt so grob der Blick in Richtung Affeln sein. Das ist ein Dorf, da komme ich nachher auch noch durchgeradelt. Und von daher werdet ihr das ja nachher noch sehen. Ja, übrigens, wie gesagt, die ganze Tour findet ihr wie immer auch in Komoot. Den Link stelle ich euch natürlich unter das Video, findet ihr dann in der Textbeschreibung. Und da könnt ihr euch dann auch die GPS-Daten runterladen, falls ihr das dann nachradeln möchtet. Also ihr seht hier ganz tolle landschaftliche Blicke, der Weg hier ein bisschen schotterig, dann wiederum mal ein bisschen glatter. Hier links eine tolle Scheune, die mich so ein bisschen fast so an Märchen erinnert hat. Ja, und hier geradeaus auch so ein kleines Fachwerk. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Wohnhaus war es bestimmt nicht. Es gibt ja auch schon mal so kleine Feldkirchleins oder wie man die nennt. Hier links übrigens auch ein tolles Haus, was so ein bisschen den Ursprung mit Naturstein, hoffe ich mal, dass ich das richtig jetzt hier wiedergebe, dass das vielleicht noch so ein bisschen im Original ist. Ja, hier geht es jetzt durch Affeln. Hier links scheinbar so ein bisschen der Dorfmittelpunktparkplatz. Hier links dann auch eine Bäckerei, die angeblich so laut Internet sehr besondere, tolle Sachen haben soll. Also wer sich unterwegs da noch ein bisschen irgendwie verpflegen möchte, der wird da vielleicht dann, wenn es nicht gerade ein Sonntag ist, vielleicht auch noch ein bisschen was finden. Ja, hier geht es dann ein bisschen auch wirklich mal etwas steiler bergab, aber alles noch moderat, alles gut. Die Abfahrt habe ich natürlich bei den relativ angenehmen Temperaturen
trotzdem genossen. Und ja, übrigens hier, wenn man hier geradeaus fährt, dann kommt man auch zu der Affelner Mühle. Dort ist auch eine Gaststätte oder Restaurant. Ja, dieses Teilstück habe ich jetzt hier mal ein bisschen schneller vorgespult, damit ihr mal seht, ab hier geht es nämlich dann auch wirklich bergauf, ein ganzes Stückchen. Muss mal gerade gucken. Ja, gut, so ein guter Kilometer geht es hier berghoch. War auch ganz ordentlicher Anstieg, also von daher so ein guter Kilometer, der zieht sich dann auch so ein bisschen. Und ja, jetzt geht es halt hier so ein bisschen über, ja, ich denke mal schon, dass es eine Landstraße ist. Ihr seht aber, hier ist nicht wirklich viel los. Ich habe das jetzt mal hier im Zeitraffer für euch eingefügt. Und ja gut, jetzt kam gerade mal ein Auto. Aber das hält sich in Grenzen. Ihr wisst ja, mein Markenzeichen ist, dass ich immer sehr bemüht bin zu schauen, dass ich Touren mache und Wege finde, die auch wirklich wenig Auto befahren sind. Und von daher, gut, das ist jetzt natürlich hier unter der Woche so, um die frühe Nachmittagszeit herum. Ja, so, jetzt habe ich hier den Höhepunkt erreicht. Ich weiß nicht, das könnte hier bei Kracht, so nennt sich das Örtchen, wo die paar Häuser vorhin waren. Und das müsste hier jetzt so 440 und ein paar gequetschte Meter hoch sein. Und dann geht es hier auch schön berg runter, eine schöne kleine Abfahrt. Die habe ich natürlich dann auch wieder genossen. Ihr wisst ja, wo es berg hoch geht, geht es auch wieder berg runter. Ja, übrigens bin ich hier mit meinem neuen Falt-E-Bike, also dieses 27,5 Zoll Bike unterwegs, das ich umgebaut habe. Da findet ihr vor diesem Video in meinem auf meinem YouTube-Kanal findet ihr das entsprechende Video, wo ich das vorstelle, was ich alles daran geändert habe, was mir nicht gefallen hat, was so ein bisschen nicht meinem Standard entsprochen hat. Ja, das Problem ist halt, weil ich immer noch für mein bzw. für unser neues Auto auf die Anhängerkupplung warte. Und eigentlich aber wollte ich schon immer mal noch ein Faltbike oder Klapprad, je nachdem, Klapprad hört sich immer irgendwie so billig an. Ja, hier mal ein Radler, der einem wirklich auch auf dieser Strecke entgegenkommt, bergauf. Und ihr seht hier mal so Richtung Himmel wirklich ganz tolle Wolken. Ja, wie gesagt, dieses Lobe-Bike habe ich da in einem separaten Video vorgestellt. Das könnt ihr euch dann anschauen, was ich damit alles angestellt habe, abgeändert habe, die Gabel ausgewechselt, die ganzen Mäntel gegen Schwalbe, also Mäntel und Schläuche gegen Schwalbe Ausführungen gewechselt habe, weil im Original sind da keine Autoventile dran, diese komischen anderen Ventile, die man schon vor 50 Jahren hatte. Ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Also vieles geändert, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, jetzt bin ich hier, wie gesagt, auch in Bruchhausen ist das, wo hier die paar Häuschen stehen. Und das ist jetzt auch schon der hintere Bereich des Sorpesees. Das ist jetzt das Vorbecken. Und ja, ihr seht, schöne Eselchen. Ich finde sowas immer ganz toll. Eigentlich hätte ich ja auch andersrum fahren können. Ich hätte also ein Stückchen die Sunderner Straße fahren können und dann einen schöneren Uferweg. Aber irgendwie, ich hatte das eigentlich auch so umgeplant, aber irgendwie hatte ich das dann schon auf dem Handy aufgerufen, als bevor ich das umgeändert habe. Aber egal, was soll's. Ja, ihr seht, ne, hier sind also auch
einige Leutchen unterwegs. Hier rechts und links ist irgendwie auch ein großer Campingplatzanlage. Also wer irgendwie hier mal diesen Teilabschnitt auf einer Mehrtagestour einplant. Ja, hier eine Baustelle. Jetzt sind wir hier wirklich am Damm von zwischen Vorsperre und der eigentlichen und des eigentlichen Sorpesees. Ja, hier nach links jetzt der Blick auf den großen Sorpesee. Kommen einem hier natürlich auch dicke LKWs entgegen. Gut, dass da jetzt gerade mal wieder eine Baustelle ist. Irgendwie denke ich immer Murphys Gesetz, nur ich habe so viel Glück. Ja, Glück habe ich allerdings dann tatsächlich gehabt mit dem Eiswagen. Das ist auch eigentlich eine bekannte Stelle. Ich bin schon einige Male jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hier am Sorpesee, habe ich die Tour auch schon mal von Balve aus gemacht, am Sorpesee, beziehungsweise von Balve über Sundern und dann über den Sorpesee zurück. Ja, es gibt hier auch immer wieder schöne Bänke, aber wie gesagt, ihr müsst dann auf jeden Fall bitte das östlich gelegene Ufer als Radweg, weil die westliche Uferseite, die ist dann, ja, also eigentlich für meinen Geschmack nicht so schön, die L687. Und ihr wisst ja, ich bin da nicht so Fan von. Auch selbst wenn da Landstraßen sind, wo ein separater Radweg daneben ist, was ja dann schon gut ist, aber irgendwie, ich finde das nicht so schön mit lauten Straßen und der Mief und Autolärm und Motorräder. Nichts gegen all die Leute. Ich fahre ja auch Auto, aber wenn ich denn mit dem Rad unterwegs bin, möchte ich eigentlich die Ruhe und die schöne Landschaft genießen. Dementsprechend sind halt auch meine Routen und Touren auch besonders aufwendig geplant. Ja, hier links jetzt ein schöner Blick. Es gibt, wie gesagt, hier auch immer einige Campingplätze, wo man, wie gesagt, das ganz gut auch mal hier so ein Stückchen, was ich hier jetzt befahre, mit einbinden kann in größere Touren. Hier der Staudamm. Da gibt es dann auch einen Kiosk, der hier vorne ist. Hier, der sieht wirklich urig aus, auch so mit Natursteinen gemauert, wenn ihr dann irgendwie mal was zu trinken braucht. Ansonsten könnt ihr natürlich dann auch Richtung Langscheid fahren. Da gibt es dann sicher auch noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ja, hier bin ich jetzt von dem Talsperrenweg bei Gut Selmke links abgebogen. Ihr seht schon, wieder ein schöner Talblick in Richtung Hachen. So heißt das, glaube ich, Hachen. Und von daher eigentlich immer schön, auch wieder solche etwas höher gelegenen Streckenabschnitten, wo man einen Blick so hinunter hat. Ja, hier unten jetzt auf der Perlmühle ist es hier, glaube ich, ist es wieder so ein bisschen tricky. Da muss man dann über die Straße und, ah gut, das ist jetzt auch nur ein kleineres Stückchen und dann geht es auch wieder ab in die Natur. Ja, wie gesagt, hier geht es jetzt so ein bisschen durch so ein Naturschutz, Entschuldigung, es war gar nicht vorher die Straße, die ich genannt habe, sondern die am Lindhöfel. So, genau. Weil das hier ist nämlich ein renaturiertes Gebiet, was zwischen der Ruhr und der Sorpe ist. Das ist hier renaturisiert worden. Von daher ist das sehr schön anzuschauen, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, die beiden Flüsschen hier, wie gesagt, die Sorpe und die Röhr, die fließen dann hier zusammen. Ihr seht jetzt im Juli hier natürlich ganz toll, viele schöne Blümchen anzusehen. Und
ganz tolle Sache. Ja, wie ich einmal mehr nochmal sage, wie gesagt, ich mag tolle Landschaft, viel Grün und in meiner, ja gut, ich habe ja eigentlich immer Freizeit, ich wollte schon gerade sagen Freizeit, als Rentner hat man ja immer Freizeit, liebe ich natürlich durch viel Natur und gute Luft zu fahren und die Ruhe genießen und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich aber hier an der B229, nennt sich die Straße Perlmühle. Ja, hier wie gesagt ein bisschen tricky, die Überquerung und da mehrere Straßen sind, es geht dann leider auch den Hessenweg, so heißt das hier, steil bergauf, aber gut, dank E-Bike, aber trotzdem, das war schon, das ist mal so ein Anstieg, wie ihr seht hier, ich schätze mal, das waren dann wirklich so 12% oder wie viel? Abbiegen auf Hachener Straße. Teilweise, das war schon gefühlt zumindest. Ich müsste mal gucken. So viel waren es hier gar nicht laut Komoot. Aber ich fand es wirklich steil. Ja, hier noch ein schönes Fachwerk. Häuschen. Wie ihr seht, ganz toll, idyllisch. Was dann hier über die Röhr führt. Das ist dann die Siepenstraße. Die fahre ich jetzt hier runter auf die Hachener Straße. Und da sind auch noch ein paar schöne Fachwerkhäuschen. Ja, hier die Stelle fand ich jetzt auch ein bisschen unglücklich gelöst. Hier auf der B229. Ihr seht, hier ist die Abbiegespur zum eigentlichen Radweg. Der geht dann hier links ab. Also, ich weiß nicht. Gut, vielleicht lässt sich das irgendwie nicht anders lösen da an der Stelle. Aber ungefährlich ist das nicht für Radfahrer, die dann von ganz rechts nach links in die Mitte müssen zum Abbiegen. Also ich finde das schon ein bisschen grenzwertig. Naja, gut, aber okay. Ja, dann, wie gesagt, das war nur ein kurzes Stückchen. Gefühlt, weiß ich nicht, einige hundert Meter vielleicht. Und dann ist man auch schon wieder in der Natur. Hier links irgendwie auch so ein schönes altes Bauernhaus oder nur Scheune. Keine Ahnung. Ihr werdet es mir sicher mal in die Kommentare vielleicht reinschreiben. Das wäre ganz schön. Ja, hier überquere ich übrigens die Bahnstrecke, die nach Sundern führt. Das ist, wird wahrscheinlich heute nur noch, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, das ist so, nur noch für Güterverkehr genutzt, wenn überhaupt. Also die Schienenoberfläche sah eigentlich blank aus und das lässt eigentlich darauf, nicht nur am Bahnübergang, da ist es meistens blank. Ihr seht ja hier links einen Wanderparkplatz anscheinend. Nein, also da, wo wirklich eigentlich normalerweise auch kein Bahnübergang ist, wo kein Auto, also ich bin ja so ein bisschen Eisenbahnfan und von daher. Hier noch eine schöne, ja schön, also man muss schon gut den Kopf einziehen, wie ihr seht, ne, so anscheinend gibt es ja wohl schon mal umgestürzte Bäume von irgendwelchen Stürmen, die noch übrig geblieben sind, aber solange man da drunter her kann, und anscheinend ist der ja auch nicht gefährlich. Ja, hier geht es jetzt in Blickrichtung Mischede, nicht Meschede, sondern Mischede. So heißt das kleine Örtchen, das wohl jetzt hier auch, glaube ich, grob voraus. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und ja, ihr seht vor diesem abwechslungsreichen, wolkigen Himmel, ich fand das total toll. Muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich denke mal, das ist jetzt hier die Trail danach in 40 Metern links abbiegen auf Single Trail. Ah ja, das war hier auch eine ganz merkwürdige Stelle. Hier am Zum Herdringer Schloss. So hieß das. Ihr seht, hier oben war jetzt gerade rechts das Schild. Da stand drauf,
Oberbürgermeister, gefährliche Wegstrecke oder so sinngemäß, bitte absteigen, Radfahren verboten, etc. pp. Ja, ihr seht, es war wirklich eigentlich, also ich bin tatsächlich abgestiegen und abgeschoben. Später gab es dann hier tatsächlich auch wieder ein bisschen offenere, breitere Wegführung, die, wo ich dann eigentlich auch kein Schild mehr gesehen habe. Von daher ließ sich das dann auch wieder ganz gut fahren. Das liegt hier, wie gesagt, zur Linken ist die ganze Zeit eigentlich eine Golfanlage. Und ich finde das eigentlich so ein bisschen schade, dass man da nicht die entsprechenden Wegführungen gemacht hat. Dass man da, also laut Komoot ist hier tatsächlich eigentlich auch ein Radweg, der hier durchführt. Und wenn dann da jetzt der Oberbürgermeister das abändert, finde ich das schon ein bisschen schade. Also in Google Maps ist tatsächlich ein Radweg, der da durchgeht und ab auch vor allen Dingen ab dem Schild, wo ich gerade vorhin beschrieben hatte, da von wegen Oberbürgermeister absteigen und bla 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 etc. Also von daher fand ich das jetzt auch nicht so schön. Ja gut, an der Stelle war es jetzt wirklich ein bisschen schmal. MTB-Fahrer werden da wahrscheinlich drüber lächeln. Aber gut, das muss für sich dann jeder selber entscheiden. Und naja, ihr wisst schon. Für mich ist das wurscht. Das überlasse ich jedem selber, wie er das dann macht. Also wie gesagt, ich habe hier gerade nochmal geguckt. In Google und tatsächlich der Weg, der da der Oberbürgermeister gesperrt hat, der ist in Google tatsächlich hier grün gestrichelt. Und grün gestrichelt heißt Radweg. Naja, gut. Okay. Lass mal das. Ich bin jetzt hier schon fast am Zielpunkt von meiner Tour, nämlich hier in am höchsten, das ist der Zielbahnhof von meiner Tour, wo ich dann von aus zurückfahren werde. Und ja, wie gesagt, ich fahre dann von hier am höchsten nach Fröndenberg. Von Fröndenberg bin ich dann mit dem Fahrrad nochmal bis Menden zurückgefahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Tour ist jetzt auch nicht die längste, 37 Kilometer, aber sicher eine mit der schönsten, wie ich finde. Von daher hoffe ich, dass ihr beim Nachradeln viel Spaß haben werdet. Und also ich fand die ganz toll. Auch hier seht ihr ja im Bahnhof hier von der Seite hat man das zugänglich gemacht. Ich bin jetzt hier ausnahmsweise mal durchgeradelt. Natürlich sollte man hier schieben, wenn hier viel Betrieb ist. Und vor allen Dingen auch die Aufzüge haben funktioniert. Ja, denkt daran, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch dazulassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Und noch besser, falls ihr noch kein Abo habt, auch ein Abo dazulassen. Weil das kostet nichts, verpflichtet auch zu nichts. Bahnsteiggleis 1 und 2. Aber Tür öffnet. Ja, toller Aufzug hier. Alles noch scheinbar recht neu. Wie gesagt, Abo kostet nichts, verpflichtet auch zu nichts. Und für mich ist es aber schön zu sehen, wie meine Follower wachsen. Da freue ich mich immer drüber. Und es gibt mir auch ein Anzeichen und eine Bestätigung dafür. Ja, hier kommt jetzt gerade der Zug aus Richtung Fröndenberg an. Und beziehungsweise der geht dann weiter in Richtung Arnsberg. Ja, wie gesagt, denkt dran, Daumen hoch, Abo und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Winke, winke, tschüss.